Ja, so ungewohnt ist das von dem Wasser aus, dass das Spiel heute abgestürzt ist. Aber zum Glück speichere ich ja so oft. Das ist meine Formation, hm? Die Todesformation. Die sind so am Arsch. Jetzt hoffe ich echt nur, dass ich die Mission überhaupt noch gewinnen kann. Weil ich ein Tech-Zentrum zerstört habe. Aber das kann ja immer mal passieren. Ich weiß gar nicht, was die da anschießen, aber das wird schon toll sein. Mal gucken, ob's... Oh. Ah, ein Tech-Zentrum. Oh, wie viele sind denn da noch? Eine Menge. Jetzt wollt ihr euch mit mir anlegen, hm? Glaubt auch nur ihr. Nix da. Da hauen sie lieber ab. Das ist geil, das macht Spaß. Das sind meine Lieblingseinheiten jetzt. Ich hab mir kein Geld mehr für sie. Dann gehe ich mit denen mal hier rum. Meine Zerstörer sind viel stärker als ihre. Kann ich da drüber schießen? Das wäre krass. Wenn das ginge. Ich will jetzt echt mal ein anderes Lied. Das hören wir echt zu oft. Hören wir das mal. Ja, das Geld wird ganz schön knapp bei mir. Ah, die können wirklich drüber schießen. Das sind doch die Übereinheiten überhaupt. Vom selben Typ. Da hat er natürlich keine Chance bei dieser Übermacht. Das kann ich von hier... draußen die ganzen Kraftwerke killen. Ihr seid so am Arsch. Man hätte aber keine Chance gehabt, die Mission zu schaffen, ohne die Werft einzunehmen, glaube ich. Ich gucke ja parallel ein anderes Let's Play dazu. Immer wenn ich eine Mission geschafft habe, gucke ich, wie es der andere gemacht hat. Bin gespannt, wie es der diesmal macht. Können halt so weit wegstehen, dass sie nicht erreicht werden von irgendwelchen Einheiten. Schon cool. Ohne Energie seid ihr dann ganz schön dumm dastehend. Die sammeln schon noch und ein bisschen Erz ist ja auch noch da. Warum wächst es so langsam nach, ist die Frage. Wirklich erschreckend langsam. Kommt, schießt ein bisschen weiter, ihr kommt nur noch irgendwo dran. Das ist doch der Bauhof zum Beispiel. Oder war das hier oben? Wir werden es gleich rausfinden vielleicht. Irgendwas war's. Hat nicht viel ausgehalten, war es vielleicht doch nicht der Bauhof. Schon toll. Ich glaube, noch einen Zerstörer brauche ich erstmal nicht. Ich mache endlich mal einen Transporter. Ohne Energie ist jeder... Kriegsteilnehmer immer ganz schön arm dran. Der hält aber eine Menge aus. Aber die schießen so schnell auch. Ein paar Ingenieure brauche ich wahrscheinlich auch. Mal gucken, ob der jetzt weiterkommt. War das klug? Da ist nämlich auch ein Testzentrum. Aber bei dem hier hat es irgendwie schlimme Konsequenzen gehabt vorhin. Da habe ich die Mission nämlich verloren gehabt. Obwohl hier noch mehrere Tech-Zentren stehen. Spionageflugzeug brauche ich nicht mehr. Das ist der Bauhof, hm? Den erreichen wir sogar. Und die lassen es aber mal geschehen. Danach sind sie doch total ängstlich bestimmt. Ist halt doof, wenn man nicht sieht, was man eigentlich angreift. Aber ist schon okay. Dann nerven die mich auch gleich nicht mehr mit Hubschraubern. Aha, dumme Raxierer ist mal wieder.
euch wird sich noch gekümmert. Huch, vielleicht erstmal auf den. Den habe ich nicht bedacht. Da habe ich mich zu sehr auf die Infanterie konzentriert. Naja, dann kann ich alles haben. Oh, ein bisschen weiter weg vielleicht. Wir können weit schießen. Dumme Schlachtkreuzer, die will ich auch bauen. Die letzte Gefahr hier. Ich weiß. Habe ich mehr Platz. Darauf wollte ich. Passt mir bloß auf die Chronosphäre auf. Aber erstmal hier aufräumen mit den Marineeinheiten. Habt ihr hier noch ordentlich Ersatz? Die haben keine Chance. Kann man schön auskosten, den Sieg. Nicht darauf schießen, ihr Idioten. Hoffentlich wissen die das. Mit der Taste S kann man die, glaube ich, zum Stoppen zwingen. Könnt ihr drumrum ein bisschen aufräumen, genau. Es macht Spaß zuzusehen, wenn man selbst die Partei ist, die gerade angreift. Und nicht die Wehrlose, die sich versucht zu verteidigen. Na, das bringt ja nichts. Es kommt sich mir schon wieder entgegen. Dumm. Aber im Liegen sind Infanteristen ganz schön widerstandsfähig. Wie Ameisen. Das wird dir nicht helfen, wenn du mir entgegenkommst. Solle. Hier drauf. Die sollen keine Energie mehr haben. Was repariert er denn jetzt noch? Als ob es noch was bringen würde. Bestimmt nicht. Darauf jetzt. Zwei Schiffe noch, sehe ich das richtig? Die Werft ist schon weg. Die habe ich anscheinend eingenommen. Andere haben sie nicht. Ja, einer will kämpfen, die anderen wollen chillen. Noch keine Schlachtkreuzer mehr, nur noch normale Zerstörer. Normal, habe ich gesagt. Übermächtige Zerstörer. Nicht zu nah ran, jetzt schießen die zurück. Hab euch gewarnt. Lieber erstmal aufs Kraftwerk. Die kommen einfach mal durch. Können sie sich mit denen sammeln? Habe ich schon mal eine gute Ausgangssituation. Ihr glaubt doch nicht etwa. Und ihn hier noch. So können wir die Mission langsam aber sicher gechillt ausklingen lassen. Nicht drängeln, dann wird das nichts. Ob der wir rein. Von ganz hinten. Ja, dann du, dann du. Dann auch mal irgendwann du. Ja, will er den zuerst lassen? Nein, das wäre zu nett gewesen. Rein da. Auch Ingenieure. Aha. Wieso stellen die eigentlich so einen Heliport außerhalb der Basis hin? Ja, ist ja gar nicht die Basis, das ist nur die Chronosphäre, die da geschützt ist. Können sie meine Mammuts hier schon mal den Weg frei machen. Wir machen den Weg frei. Fallschirmjäger.
Weiß nicht, wie viele ich brauche. Ein paar auf jeden Fall. Ich glaube, die haben schon aufgegeben. Was ist das? Aha, das hätte ich dem Schweine zerstört gerade. Das müssen wir erstmal einnehmen. Bevor ich mich der Chronosphäre nähere, hieß es. Das auch. Drei Stück gibt es davon vielleicht noch. Den Schattengenerator will ich loswerden. Haben die überhaupt noch Energie für die Flux? Das denke ich nämlich nicht. Aber die Chronosphäre ist da auch im Weg. Da sind zwei. Nur der Flux. Zero hat doch gerade geschossen. Die haben gar keine Energie mehr für die Schattengenerator. Generatoren. Drei von den Dingern sind noch da. Gut. Dann kommt das doch mal hier drauf. Und die Ingenieure brauche ich alle unten. Oben brauche ich gar niemanden mehr. 3, 4, 5. Rein da. Hat das irgendwas gebracht? Ein bisschen. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Jo, ich bin hier jedenfalls ganz falsch. Ich muss auf die andere Seite. Sieht schon niedlich aus, die Chronosphäre hier. Chronosphäre. Habe alles erreicht, was ich erreichen kann mit meinen Schiffen von außerhalb. Die haben die echt gut geschützt. Muss man ja denen mal lassen. Dann nochmal eine Ladung mit Mammuts, bevor dann die Ingenieure langsam kommen. Alles gut getimed. Dann nochmal hier ein bisschen Unterstützung schicken. Jetzt wollen sie es nochmal wissen. Letzte Verzweiflungstat. Die Teile schießen ja auch ohne Strom. Der Arme. Ganz allein. Und trotzdem schafft er es noch zu fliehen. Klar doch. Nix da. Ihr seid zu langsam, ihr Ingenieure. Ich hoffe echt, die drei Tech-Zentren reichen aus. Eins habe ich schon verballert. Könnt ihr mal den Weg frei machen, ja, die Landungsbucht. Vier und ein Mammut. Alle sind so beschädigt. Die blöden Barrikaden weg. Da können die Infanterieeinheiten natürlich nichts machen. Ja, total invalide. Dumm-di-dumm. Und jetzt die Chronosphäre einfach zerstören, dann haben wir Ruhe vor ihr. Was? Das war nicht geplant, ich weiß auch nicht, warum es passiert ist. Ach so, ich darf mich hier nicht so nah nähern, dann zerstören sie die wahrscheinlich selber. Dann habe ich ihn zuletzt gespeichert. Ja, das ist ein bisschen her. So ein Müll. 3, 4, 5. Habe ich schon meine Ingenieure gebaut? Ja, immerhin. Aber jetzt müssen wir nochmal warten, bis sie runtergelatscht sind. Toll, ich bin eigentlich doch ständig am Speichern, aber hier gegen Ende habe ich dann irgendwann keine Lust mehr anscheinend. Dahin. Muss erstmal die Scheiße einnehmen da außenrum, sonst zerstören sie die selber. Das war eigentlich gut platziert, aber es hat nicht so viel gebracht wie beim letzten Mal. Ja, wenn er. Der wollte noch einen ablegen, glaube ich. Ja, ich muss natürlich wieder laden. Schade, dass das Spiel dauernd abstürzt. Aber davon lasse ich mich nicht entmutigen. Allzu viel habe ich bisher auch nicht verloren. Ich speichere ja immer wieder. So, die Ladung mitnehmen.
Und dann der Chronosphäre nicht zu nahe kommen, bevor ich nicht die anderen Dinger hier eingenommen habe. Die Infanterie ist hier ziemlich praktisch, so als Kanonenfutter. Erstmal den bösen Heliport wegmachen, der ist viel wichtiger. Ich darf nur die Barrikaden ja nicht zerstören. Aber die Teile ja schon. Gehen wir hier wieder weg. Du hast keine Chance gegen 5 von uns. Niemals. Aha, diesmal sind sie ganz pünktlich. Ich brauche gar nicht so viel. Doch, ich brauche genau 4. Für die Chronosphäre brauche ich auch noch einen. Ja, nicht alle haben Bock mal zu kämpfen. Lassen ihre Kameraden einfach sterben. Und stehen nebendran. Echt so typische Bundeswehrsoldaten sind das. So, haben wir unsere Ruhe. Ja gut, die kann man auch noch plätten. Sollte noch funktionieren. Moment. Ja, speichern wir mal hier. Sollte soweit sicher sein, die Mission. Da kann sogar noch einer rein. Irgendeinen habe ich vergessen. Der ist, glaube ich, nicht reingegangen. Pech gehabt. Ich brauche keinen Mammut mehr. So, du gehst da hoch. Du gehst... Oh, Moment. Ja, das haben wir wieder, das Problem. Das ist total dumm in diesem Teil. Und du bist für die Chronosphäre dann. Deswegen geht's auch so schnell kaputt wahrscheinlich. Weil die sich das schon dachten. Jetzt. Ja, ist das geil. So wenig Zeit habe ich nur. Das ist cool gemacht. Nicht. Richtig bescheuert. Ja, nicht rein. Nein. Jetzt. Da habe ich ja noch weniger Zeit. Ich brauche mehr Energie. Warum braucht er so viel Energie? Nur 4 Minuten. Also zum Glück habe ich das Testzentrum unten links nicht eingenommen. Dann hätte ich ja von vornherein viel zu wenig Zeit gehabt. Dass die Zeit auch nicht erhöht wird, wenn ich noch mehr einnehme. Erfolgreich. Ich dachte schon... Von welcher Tesla-Spule reden wir hier? Warum ist die Chronosphäre zerstört worden? Ich dachte jetzt echt schon, ich hätte wieder verloren. Am besten, mir hätte noch ein Testzentrum gefehlt, als ich am Anfang selber verloren habe. Man sieht nicht mal die genaue Zahl bei den Allianzverlusten. Die sind nämlich im vierstelligen Bereich. Die tun mir ein bisschen leid. Gut. Mission 12 geschafft. Was wird jetzt wohl kommen? Wieder 2. Es gibt ja so viele optionale Missionen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie Einstein in einem so schwach befestigten Gebiet verstecken wollten. Glauben Sie es oder nicht, Sie wollten. Und jetzt haben wir ihn. Der Sender ist nicht zu orten und hat eine Reichweite von 500 Meilen. Warum glauben Sie, dass die Alliierten versuchen werden, ihn zu befreien? Die denken doch bestimmt, dass er beim Angriff auf den Stützpunkt umgekommen sei. Das würden Sie sicher, wenn ich nicht Informationen über Einsteins Gefangennahme und den geplanten Termin seiner Exekution ausgestreut hätte. Keine Bange, die Alliierten werden schon kommen. Und wir können ihn verfolgen? Mit dieser Uhr? Ja, Genosse. Und er wird uns direkt zur Chronosphäre führen. Einstein ist weg, Genosse. Die alliierten Koordinaten kommen gerade rein. Mit der Chronosphäre und dem eisernen Vorhang sind wir bald unbesiegbar. Stell dein Einsatzteam zusammen.
Seien Sie vorsichtig. Das Radar der Alliierten sendet automatisch einen Selbstzerstörungsbefehl an die Chronosphäre, wenn ein Eindringling geortet wird. Wenn sie also entdeckt werden, bevor das Radar außer Gefecht ist, können wir die Chronosphäre verlieren. Die Chronosphäre zu verlieren, daran dürfen Sie nicht mal denken. Ich dachte, ich habe jetzt schon die Chronosphäre eben erobert. Oder ist es doch ein Fehler gewesen, weil die zerstört wurde? Habe ich sie doch nicht bekommen? Was war dann der Sinn der Mission? Naja, Einstein gefangen zu nehmen, offenbar. Komische Geldanzahl, die ich da habe. 10.233. Machen wir dann beim nächsten Mal. 13. Das war's erstmal für heute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.